Diese Fusion hat echt ein erstaunliches Ergebnis hervorgebracht. Hab mich schon gefragt, wie ich aussehen würde. Nun ja, im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Ja, Leute, Traffic hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Und zwar geht es heute um meine erste Was-wäre-wenn-Serie nach dem Ende von Dragon Ball Super. Und zwar möchte ich jetzt in mehreren Parts ein Was-wäre-wenn behandeln. Momentan habe ich 3 bis 4 Parts geplant. Das kann aber auch mehr werden, je nachdem, wie eure Reaktion auf diese neue Serie bzw. Format ist. Ihr werdet, glaube ich, schon im Laufe merken, wie das Ganze funktioniert. Deswegen würde ich sagen, fange ich einfach an mit einem Was-wäre-wenn-Szenario. Und zwar, was wäre, wenn Vegeto fusioniert geblieben wäre? Also, Vegeto war das Maß aller Dinge in Dragon Ball Z. Der stärkste Charakter im gesamten Werk von Akira Toriyama. Vegeta und Son Goku gingen eine Art Pakt ein, sich zu fusionieren, um alle zu retten. Der Haken, die Fusion, war unwiderruflich. Glücklicherweise hat das Innere von Buu die Fusion aufgelöst, also hatten unsere Helden nochmal Schwein gehabt, wie dem auch sei, das wurde in Dragon Ball Super dann geändert. In Dragon Ball Super erklärt uns Gohan, dass die Potara-Fusion zwischen zwei nicht-göttlichen Wesen nur eine Stunde dauert und durch Energieverbrauch, wie zum Beispiel ein Final Kamehameha, verkürzt werden kann. Doch das streichen wir für das Video erstmal weg. Denn heute geht es, wie eben schon erwähnt, um die Frage, was wäre, wenn Vegeto sich nie fusioniert hätte. Und wie gefällt es dir? Gut, oder? Na dann, los, komm! Eins vorweg, durch Kibito und Shin haben wir erfahren, dass die Potara-Fusion mithilfe der Dragon Balls rückgängig gemacht werden kann. Hier haben wir für unser Was wäre, wenn Szenario 2 Optionen. Option 1, wir streichen das und sagen, dass die Dragon Balls auch das nicht schaffen würden. Macht ja auch Sinn, da die Potara-Fusion von einem Kaioshin sind und die quasi über den Göttern stehen und der quasi über Gott steht, also den Gott der Erde wegen den Dragon Balls, deswegen würde das auch hier passen. Option 2, wir lassen es so, aber lassen Vegeto unwissend, sodass er später erst erfährt, dass die Fusion rückgängig gemacht werden kann. Dazu komme ich aber nochmal später. Wir gehen erstmal mit Option 1, dass es wie gesagt auch mit den Dragon Balls nicht funktioniert. Also fangen wir an. Vegeto hätte gegen Super Buu den Kampf immer noch verlieren müssen. Er hat zwar kein Limit und ist viel stärker, aber der Fakt bleibt, er muss seine Kinder aus Buu befreien. Ja, seine Kinder, Vegeto aus Goku und Vegeta, da vermischen sich eben die Familien. Also würde Vegeto immer noch den Kampf verlieren, also in Anführungszeichen verlieren. Es wurde gesagt, dass sich die Fusion im Inneren von Buu aufgelöst hat, wegen der Umstände von dem Körper von Buu. Später erfahren wir, dass es am Zeitlimit lag. Aber wie gesagt, hier haben wir kein Zeitlimit, also auch keine Auflösung. Im Inneren von Buu würde er dann seine Kinder befreien und den Weg nach draußen finden. Dann hätten wir den Wandel von Kid Buu, der mit einem gravierenden Unterschied passieren würde. Kid Buu ist kein Problem. Goku im Super Saiyan 3 hat es zwar schwer gegen den guten Kid Buu, aber Vegeto wird spielend mit ihm fertig. Das würde heißen, dass erstens die Erde nicht zerstört werden würde und zweitens, dass die Genki-Dama nicht gebraucht wird, was eben heißt, dass Mr. Satan nicht die Credits bekommt, die er sowieso nicht bekommt, weil die Erinnerungen ja im Anschluss gelöscht werden. Aber das war doch irgendwie ein wichtiger Charaktermoment, deswegen wollte ich es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Außerdem steht hier die Wiedergeburt von Uub zur Debatte. Da Vegeto nicht so einen harten Kampf gegen Kid Buu haben würde, würde man sich fragen, okay, würde er die Stärke anerkennen und dann Uubs Wiedergeburt quasi indirekt einleiten, ja oder nein. Aber ich denke, am Ende des Tages würde Vegeto auf jeden Fall das Potenzial von Buu wertschätzen und sich dann sowas wie eine Wiedergeburt wünschen. Mit Mr. Buu ist es auch so eine Sache. Da Vegeto kein Problem mit Kid Buu hat, musste Buu ihn auch nicht hinhalten. Das würde heißen, dass er einen wichtigen Charaktermoment nicht bekommen würde. Und deswegen fragt man sich, okay, würde man Buu denn im Anschluss verschonen, ja oder nein? Die Sache ist die, Vegeta wollte ihn damals zerstören, weil er Angst hatte, dass Buu eventuell doch nochmal alles zerstören könnte. Doch Goku meinte dann, dass sie einfach stärker werden als Buu. Deswegen haben sie ihn am Leben gelassen und ich glaube, wenn Vegeto da ist, würde ich ihn auch am Leben lassen, weil Vegeto einfach viel, viel stärker ist und Buu ja im Endeffekt einen Wandel hatte. Deswegen auch Buu würde dann diesen Arc quasi überstehen. Damit kommen wir auch zum Ende von Z mit dem stärksten Krieger des Universums, Vegeto. Also kommen wir zu der Schwelle von Z zu Super. Die Ankunft des Gott der Zerstörung, Beerus. Der Anfang sollte sehr interessant sein, denn Vegeto hat zwar kein Gott-Ki, aber er ist verdammt stark. Es gab eine Spanne von ungefähr 4 Jahren, in denen er sehr, sehr viel trainiert hat. Und ja, wie gesagt, Vegetos Potenzial kann man nicht bändigen, deswegen sollte er auf jeden Fall auf einer ganz, ganz interessanten Stärkestufe sein. Vegeto würde auch auf der Erde sein, da ich nicht glaube, dass die Hälfte von Vegeto, also Vegeta, den Geburtstag von Bulma verpassen würde. Also geht der Kampf von Beerus gegen Vegeto da los, wo Vegeta damals gegen Beerus gekämpft hatte. Wir haben es dann so, dass Vegeto auf jeden Fall sehr arrogant ist, denn Vegeta kennt zwar Beerus, aber die Hälfte von Goku kennt Beerus nicht und die Sache ist die, Vegeto hat 4 lange Jahre trainiert und das Ding ist bei Vegeto, er hatte seit seiner Geburt keine Challenge mehr, weil er einfach viel zu stark ist. Deswegen glaube ich, dass sein Ego so weit gepusht ist, dass Vegetas Hälfte von Vegeto auch nicht unbedingt Angst hat,
hat vor Beerus und deswegen Vegito beim Kampf ziemlich arrogant sein könnte. Und das heißt für uns, dass Beerus erstmal Vegito ordentlich in die Schranken weisen wird. Der Kampf Goku Super Saiyan 3 und Vegeta Super Saiyan 2 Rage Boost gegen Beerus wird auf jeden Fall in der Vegito-Version anders sein. Es wird erstmal ein Kampf sein und Vegito sollte in den langen Jahren auf jeden Fall den Super Saiyan 3 mehr unter Kontrolle bringen. Er hat ja auch mehr Kraft, deswegen sollte der ganze Kraftverbrauch beim Super Saiyan 3 nicht so schlimm sein. Also haben wir hier auf jeden Fall eine Potara-Fusion, die trainiert hat, das stärkste Saiyajin-Wesen mit einem ordentlichen, schmackhaften 400er-Booster mit dem Super Saiyan 3, wenn man nach den Guides gehen möchte. Und ja, das kann schon ordentlich reinhauen im Fall von Vegito, aber schlussendlich würde er unterliegen. Dann kommt Beerus mit seinem Wunsch des Super Saiyajin Gott, doch hier tritt das erste Problem auf. Man braucht 5 Saiyajins plus einen weiteren. Also heißt das in unserer Version, dass wir einer zu wenig sind. Hier gibt es auch wieder 2 Optionen. Und zwar Option 1, wir sagen, Vegito gilt für 2 Personen. Hier sollte man aber auch erwähnen, dass bei einer Fusion ein neues Wesen entsteht. Deswegen wäre es im Klartext schon ein wenig gemogelt, aber ganz unmöglich. Und ich denke auch, es wäre eine Sache, die Toriyama so tun würde. Und Option 2 ist der Bruder von Vegeta, Tabel. Man könnte ihn zurückholen und so das Ritual quasi doch machen, aber wir gehen mit der ersten Option, weil das einfach mehr Sinn macht. Das Ritual ist vollzogen und Super Saiyan Gott Vegeto ist geboren. Nun beginnt ein wahres Battle of Gods. Goku tat sich ja schon ganz gut, auch wenn Beerus nicht full all out war, aber Vegeto haut ordentlich rein und Whis bemerkt sofort dieses unbändige Potenzial. Er denkt sich nur unglaublich, dass noch so ein Krieger existiert, aber er sieht ihn auch mehr als eine Art ungeschliffenen Diamanten. Vegeto gibt alles und versucht das Match mit einem Final Kamehameha zu entscheiden. Doch vergebens, Beerus weist ihm sein Limit auf. Er verlor den Kampf, doch gewann Beerus Respekt. Beerus fragte also Vegito sofort nach, weil Vegito einen viel, viel stärkeren Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Wie kommt es, dass du so stark bist und die Ohrringe der Kaioshin trägst? Vegito erzählt also dann seine Geschichte und Beerus fragt dann, wieso habt ihr euch nicht einfach mit den Dragon Balls defusioniert? Hier kommt nochmal das ins Spiel, was ich eben erwähnt habe. Und ihr könnt das in das Wasserventilator reinpacken oder auch rauslassen. Liegt bei euch, wie ihr die Geschichte sehen wollt. Ich für meinen Teil werde beide Seiten jetzt erklären. Und zwar ist es so, wenn wir das streichen, dann kommt es halt gar nicht zu diesem Gespräch. Wenn wir das aber beibehalten, kommt es dazu, dass Beerus halt fragt, hey, warum hast du dich nicht defusioniert? Und Vegito ist komplett geschockt davon. Das geht, es funktioniert. Wir wussten das all die Jahre nicht. Wir haben uns schon gewöhnt, in diesem Körper zu leben. Vegito lebte so eine lange Zeit als Vegito. Er hat seine Familie zu einer Familie gemacht. Alles ist anders geworden in seinem Leben. Und jetzt kommt der große Schocker, hey, man hätte das Ganze rückgängig machen können. Wenn die Fusion nur ein paar Wochen alt wäre, könnte man sagen, okay, man kann es nachvollziehen, dass Vegito sich defusionieren möchte. Aber hier ist die Sache, Vegito ist eine Person geworden, sie leben zusammen und hier könnte man argumentieren, dass die Saiyajins sofort eine Defusion machen würden, weil sie als Einzelperson stärker werden wollen und die Fusion quasi eine Art Cheat wäre. Aber ich denke das Ganze ein bisschen anders und zwar würde ich das Ganze so aufstellen, dass wir wissen, dass Vegeta und Gokus Persönlichkeit natürlich fusioniert ist. Also es ist eine Person, also nicht wie bei anderen Fusionen, wo ein Teil ein bisschen überwiegt, wie zum Beispiel bei Shin. Da war es ja so, dass Kibito Shin mehr Shin war als Kibito. Hier ist es so, dass eine 50-50 Persönlichkeit ist, also Goku und Vegeta. Und das heißt auch, dass ihr Beschützerinstinkt nochmal doppelt so groß ist, wenn man das wirklich so sagen möchte. Also würde ich hier sagen, dass Vegeta folgendermaßen denken würde. Er würde sich denken, eine Defusion wäre schon gut, um als Einzelperson weiter zu trainieren. Aber durch Beerus wurde ihm eine komplett neue Welt eröffnet. Und wenn Vegeta nicht Vegeta wäre, könnte es sein, dass die Erde vielleicht ausgelöscht werden würde. Also dachte sich Vegeta an diesem Punkt, okay, ich muss als Beschützer der Erde fungieren, aber ich möchte trotzdem stärker werden. Das heißt, ich bleibe Vegeto, ich bleibe die Fusion. Goku und Vegeta haben beide sich dazu entschieden, die Erde weiterhin zu beschützen und deswegen eins zu bleiben und deswegen Vegeto zu bleiben. Und deswegen lehnten sie die Fusion ab und sagten zu Beerus, dass sie lieber eins bleiben, um Beerus ordentlich mal auf die Fresse zu hauen. Also, wie gesagt, hier könnte man gut Dragon Ball Humor reinpacken, obwohl es viel, viel tiefer geht, weil Vegeto quasi dieser Beschützer sein möchte. Auf jeden Fall geht Vegeto dann in das Training von Whis, denn Whis wird ihnen das auf jeden Fall anbieten. Und das Training wird um einiges interessanter sein, da es nun mal so ist, dass Vegeto viel mehr Zeit hat, weil beide beherrschen den Super Saiyan Gott, beziehungsweise Vegeto beherrscht den Super Saiyan Gott. Das heißt, dass Vegeta nicht erstmal dieses halbes Jahr vorher trainieren muss bei Whis, sondern die beiden in einer Person sofort auf den gleichen Stand sind und das hat sehr, sehr große Auswirkungen auf den Resurrection of F-Arc, denn damit kommen wir auch zum Angriff von Freezer. Freezer kehrt zurück in der goldenen Form und ist überzeugt wie eh und je. Doch das Problem für ihn ist, dass erstens Vegeto viel, viel stärker ist und zweitens kommt er nicht auf den letzten Drücker. Also Vegeto kommt nicht auf den letzten Drücker, sondern er ist viel, viel früher fertig mit seinem Training und Super Saiyan Blue
Vegito ist schon seit ein paar Wochen fertig, sagen wir es mal so. Und das würde heißen, dass Freezer sofort auf die Fresse bekommen würde. Aber ich denke, Vegito würde erstmal das Ganze so deichseln, dass Gohan, Goten und Trunks versuchen, das Ganze zu regeln. Und dann, sobald die goldene Form kommt, kommt Vegito dann auch ins Spiel, weil er merkt, okay, das ist wieder ein anderes Level an dieser Stelle. Und die Endszene von Resurrection of F wird genauso sein, wie wir das hatten, nur dass man diese ganze Explosion von Freezer streicht und einfach Vegito nimmt, der Vegetas Part übernimmt, also steht Vegito vor Freezer und löscht ihn aus. Und das würde heißen, dass Vegeta in der Form von Vegito endlich seine Rache, also in Anführungszeichen Rache, bekommt, was wirklich sehr, sehr schön ist als Story-Element, wie ich finde. Das heißt, dass Freezer mit der goldenen Form komplett unterlag und nicht so einen krassen Eindruck hinterlassen hat. Und hier stellt sich mal die Frage, wird er später zurückkehren? Ja oder nein? Aber das werden wir später herausfinden. Und zwar, nächsten Part geht es weiter mit der Champa-Saga und mit der Future Trunks-Saga. Wenn ihr dafür Vorschläge habt, lasst mir das auf jeden Fall in den Kommentaren da. Da kann ich davon ein wenig was berücksichtigen. Das Skript steht schon für den nächsten Part, aber ich denke, wir könnten auf jeden Fall ein paar Sachen ändern, wenn ihr coole Vorschläge habt. Ansonsten bin ich damit raus. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr diesen Part? Was hättet ihr noch eingeführt in diesem ersten Part von Vegetos Geschichte. Ansonsten bin ich raus. Wenn ihr die Serie weiter supporten wollt, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal. Bis dahin, haut rein!